Ja, hallo zurück, meine liebe YouTube-Gemeinde, zu einer weiteren Folge Let's Play Transmitter 2015 mit dem wunderschönen Stadler GTW hier und mit dem Gerhard RW, der hier noch mit dabei ist. Hallo. In dem Sinne freue ich mich, hier zu sein. Und ja, schauen wir mal. Ich fahre hier nämlich jetzt eigentlich mit der Virtual Robots BR oder DR 100, 32. ja, 132 und Alias Ludmilla. fahren ein aus Kraftstoffpumpe jetzt. So, ich würde mal sagen, wir tun mal fortfahren, oder? In 3, 2, 1. So, perfekt. So, dieser blöde Zug. Ich fahre hier mit dem Jetzt. Stadler GTW. Oh, moin, Kollege. Die ersten Mitglieder des Vereins müssen below abgeholt werden. Nimm gleichzeitig ein paar Pendler mit, die die Sonderfahrt gerne als Zubringer für den Zug nach Altenburg von Wilder nutzen. Rücke vor bis zum Bahnsteig und lass die Fahrgäste einsteigen. Jo. Ich mach mal schon mal Fahrtrichtungswende nach vorne. Sieh von PCB an. Ja, das ist so ein Problem bei mir, weil dieser Zug braucht wirklich so lange, bis der sich sozusagen aktualisiert hat, bevor er dann losfahren kann. Also ja, er fährt mit dem Stadler GTW. Ja, genau. Ich fahre mit der Ludmilla. Und einem, nicht den normalen Steuerwagen, den man von der Strecke kriegt, nein, sondern mit dem Virtual Railroads MINT-Steuerwagen. Und das war's. Jetzt bin ich fast, glaube ich, drüber. Hoffentlich nicht. Ja, ich rück schon mal an bis zum Bahnsteig vor. Da bin ich jetzt nicht schon. Ich Du bin. bist schon am Bahnsteig. Ach, Ja, ich warte hier. ich habe aber eine Minute Verspätung. Okay. Oh, Ja, ich habe auch eine Kreuz Minute und. Verspätung. Weil, wie gesagt, man kommt nur zu spät an. Laut Fahrplan, den habe ich mir nochmal angeschaut. So, wir parken hier mal direkt so, dass hier schön die Leute nicht mehr rüberkommen über den Überweg. Öffnen jetzt mal direkt die Türen. Oh, hier drüben fährt eine kleine Kö. Ist ja mal geil. Fährt die bei dir auch, ja, ne? Ja, ist auch. Oh, die macht einen Lärm. So, den Trend wird ein bisschen leiser stellen. Also mein Zug macht schon Lärm. Oh, jetzt, oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich auf die Lok draufgeklickt. Ah, Hilfe! Ah! Panik! Also fährst du jetzt mit diesem komischen gelben Zug da? Nee, ich bin jetzt wieder in meinem anderen Zug drin. Aber ich könnte jetzt abfahren. Fährst du auch schon ab? Ja. Warte mal. PZB. Gerade nicht so, warte mal. Zwangsbremse. Zwangsbremse. Störung. Ja, ich bin noch nie mal losgefahren, habe schon eine Zwangsbremse. Zug beeinflussen. Also wie Zug gesagt, wir fahren jetzt hier mit beeinflussen. dem. So, ich fahre jetzt auch los. Ja, befreien, perfekt. Wir fahren jetzt hier mit dem. Oh, hätten wir überhaupt schon abfahren dürfen? Ja, sicherlich. Ich fahre jetzt hier mit dem Odeck V-Paint. Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft. Meines Wissens nach ist es ja. Oh, wir sind wieder zu schnell. Ist es ja dieses Altenburg hier. Oh, das ist ja mal eine geile Ansicht. Ist es ja dieses Altenburg hier, wo auch die Altenburger Spielkarten herkommen, wenn das jemand für euch was sagt. Ah ja, und das ist ja die Köf. Ich weiß aber nicht, ob das ganz sicher das hier ist. Und damit sind wir ja auch in Thüringen, glaube ich. Und in Thüringen wurden ja auch diese Karten Siefer. hergestellt. Und ich sehe bei dir hier einen geilen Sound. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, nur mein Zug macht gerade einen Mordslärm, aus welchem Grund auch immer. Fährst du gerade über die Brücke? Wie bitte? Du gerade über die Brücke fährst. Ja. War ich auch, das ist recht laut. Das ist aber schön gestaltet hier mit dem kleinen Bach da unten. Schön. Also ich rüste mich mal schnell ab, weil dieser Lärm ist unerträglich. Und Wie ich habe abrüsten? Hauptschalter raus oder was? ja, alles, ich habe alles raus gerade gemacht. Ich habe die Lüfter deaktiviert, ich habe alles ausgeschaltet und lasse das jetzt erstmal kurz. Ich meine, 60 km/h ist ja schon mal eine Sache, aber das ist mein erster
dass ich in 6,4 Kilometern da bin und noch bis 34:11 Zeit habe. Ich bin in 6,2 Kilometern da. Ich bin gerade über den Bahnübergang, wo du pfeifen musst. Oder Hornen oder Typhonen oder wie auch immer man es nennen möchte. Und ja. Ich glaube, ich lasse mal die Lüfter aus. Ich habe so eine Ahnung, dass das schuld war. Ich habe ein schönes Dach. Das Dach gefällt mir recht gut mit diesen Lüfterklappen, die hier auf und zu gehen. Wobei ja wieder ein Bahnübergang. Fahr einfach mal. Aber dieses Cruise Control, das hier beim Starter GT, das gefällt mir echt gut. Wenn du auf 10% den Leistungshebel stellst oder den Kombihebel, dann bleibt der in der Geschwindigkeit drin, das gefällt mir echt gut. Diese Funktion, wo man da einstellen kann, wie schnell der höchstens fahren darf. Nee, das ist dann eine AFB. Nee, beim Cruise Control, du gehst auf die Geschwindigkeit, die du haben willst, stellst deinen Leistungshebel auf 10% runter und dann bleibt der automatisch bei der Geschwindigkeit stehen, bei der du eben erreicht hattest ohne dieses. Ach so, verstehe. Aber beim Bremsen sieht das so aus, als ob das nicht geht. Nur beim Beschleunigen. Oh, jetzt sind wir hier schon. Sind wir jetzt gelandet hier? Das alte Verlassungsfabrikgelände hier so ein bisschen. Ja, wir sind ja schon, wir haben ja in dem. Wir haben die Version mit PZB und SIFA. Die SIFA läuft dann so ein bisschen blau auf. Wir können mal abwarten. Hier schön Mohnblumen. Ich betätige die SIFA jetzt mal nicht, um eben, wie gesagt, das zu testen. Ich lasse generell meine SIFA und PZB aus. Warum das? Mit der SIFA, ja, das ist zwar. Hier, seht ihr, ganz kurz bitte. Hä? Da haben wir kurz, nee, bloß kurz die SIFA-Stimme gehört. Achso. So, jetzt kannst du weiter erzählen, ja? Also mit SIFA würde ich zwar klarkommen, aber ich will nicht auch die ganze Zeit immer beschädigen müssen. Ja. Und mit der PCB kenne ich mich gar nicht aus, darum kriege ich immer eine Zwangse von dir. Also wie Marc, was gestern in einem Video, habe ich mich auch flockig gelacht. Also ich habe mir das nicht angeschaut, noch nicht. Ja, ich habe auch bloß die ersten paar Minuten reingeschaut. Oh, wir dürfen 100 fahren. Oh, 60. Wieso dürfen wir auf einmal 100 fahren? So. Keine Ahnung. Und dann sollen wir erst um 34:11 ankommen. Ja. Das ist schon blöd. Ja gut, ich bin angeblich um 34:45 da. Und der Werner wird sich wieder freuen, weil ich ja schon die Bremse zum Arsch säge. Ja, der Werner. Oh, dann dürfen wir ja bloß noch 10 dann gleich fahren. Der fährt dabei, der spricht dabei allen euch in die Kommentare. Nur bei mir hat er bisher noch nie ein Wort gegeben. Aha. Nee, der Werner, da war das erste Mal dabei. Beim ersten Livestream. Danach hat er mich erst auf YouTube abonniert. Ja. Oh, ich werde dann gleich mal ein bisschen direkt hier erstmal pfeifen. Jetzt hier mal ein bisschen ins Eisen treten hier. Und die Scheibe ist drin. Ah, 100, ja, schön. Und gleich nur noch 10 km/h und dann 40 und dann 60. Wieso 60 jetzt wieder? Ich glaube, weil hier ein Bahnübergang ist. Hm. Oh ja, vorne sieht man schon. Wenn das der Fall ist. Der ist nicht gesichert. Wird mir direkt mal vor dem Signal stehen. Ah, jetzt ist er. Ah, der ist immer noch nicht unten. Wir bleiben mal lieber stehen. Wir wollen ja hier keinen verletzen. Tja, das ist auch so eine Sache hier. So, jetzt steigen wir mal ganz kurz aus. Mit jeweils 3 Rädern pro Gestell. Pro Drehgestell. Weil wenn er dann wenn er dann durch scharfe Kurven fährt, ist das schon ein und das andere Problem. Ich war ja mal in der. Oh, jetzt schnell. In der Ludmilla war ich ja einmal drinne in. Ah, nee, Arnsdorf nicht. Keine Ahnung, irgendwo war ich halt mal in einem BW in der Ludmilla drinne. Okay. Und die besteht ja aus den Riesen, also ein Großteil da drin sind der Dieselmotoren. Und dann hast du über den Drehgestellen so kleine Elektromotoren und diese riesen fetten Dieselmotoren, wo du eigentlich, du gehst in den Motorraum rein, siehst du diese fetten Dieselmotoren und diese Strom eben für diese Elektromotoren erzeugen. Okay. Das ist schon krank.
Also ich hatte da damals, aber ich glaube, ich 10 Jahre oder 11 Jahre alt. Ich hatte richtig Schiss gehabt in der Lok, weil einfach so ein riesen Raum. Er war zwar aus, ne? Aber es war halt nicht so der hellste Raum. Und das hat einem schon echt Angst gemacht. Ich habe gedacht, oh, was, wenn der Shit jetzt gleich angeht und es richtig laut wird und so. Naja. Also die Schranke ist gesichert. Das ist. Das steht außer Frage. Nur sie geht spät zu. Darum darf man nur 10. Ja, ich habe einfach vorm Blinklichtsignal gewartet, bis er unten war. Oh, jetzt habe ich die Pfeife vergessen. Vorne ist noch ein zweiter Bahnübergang. Oh, jetzt sind gerade die FPS bei mir nach unten. Ich frage mich gerade, wieso wir sind noch inmitten eines Waldes. Also ich habe generell gute Aufnahmequalität, weil jetzt wegen dieser Grafikkarte, da laggt es nie. Aber mir hat es bisher auch noch nie geleckt. Ich bin ja auch auf höchste Einstellung im Train Simulator. Der ist auch nicht gesichert hier. Was für eine Grafikkarte hast denn du eigentlich? Ich habe eine R9280 von Sapphire. Und Sapphire macht ja die besten, also was heißt nicht die besten Grafikkarten, aber in der AMD-Fraktion machen die die, die eigentlich die stärksten. Das, also diese, egal bei 9280. R9290, R9295, X-Version 2 oder sowas. Die sind halt einfach am stärksten. Deswegen, die haben auch, gibt verschiedene Varianten. Entschuldigt bitte. Die eine ist eine, wie heißen die? Ich hab gerade vergessen, wie die heißen, aber die hat halt so eine, du hast halt einen Chip, weißt du, der ist ja nicht allzu groß. So einen kleinen Chip, der ein Grafikchip ist. Und oben drüber ist ja alles eigentlich fast nur, ist jetzt schon wieder zu schnell, nur Kühlkörper mit Lüftern. Und da ist eben so, dass du eine Kühlflüssigkeit hast, die diesen Kühlkörper gleichmäßig, ich sag mal, nicht umspült, aber eben die Hitze gleichmäßig, auch wirklich überall gleichmäßig ablenkt. Und dann hast du bei der einen eben drei Lüfter, von denen sich zwei ausschalten automatisch. Aber ich habe eben die, so nicht so einen, sondern ich habe eine ganz normale R9280 Dual XOC, oh, ich bin gerade beim Schwimmbad. Und die hat mich damals 140 gekostet. Die ist gerade wieder bei 180 oben. Aber die ist auch recht gut. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt bald kommt ja die R9 300 Serie raus, ob ich da update, aber was hast du für eine? Moment. Ja. Ich habe schon wieder dieses richtig laute Geräuschproblem, aus welchem Grund auch immer das schon wieder aktiv war. Und ja, ich muss mal mit der Bremse da ein bisschen üben. Aber auf jeden Fall, ich habe eine Nvidia GeForce GTX 745 4 GB. Weil 700er Serie. Ja, ich hätte eher auf die Dingens dann schon fast auf die 900er Serie, oder? Ich sag aktueller. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Ansage machen. Meine Damen und Herren, liebe Pendler, in wenigen Augenblicken erreichen wir Wildau auf Gleis 5. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, ja, kannst weiter erzählen. Nun ja, das war's eigentlich schon. Das war's eigentlich schon, ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich pünktlich ankomme. Die 8 Minuten für 1,43 Kilometer müssen noch reichen. Ich habe gerade 40 FPS hier in Wildau. Habe ich mir sehr professioneller Bremser, weil ich bin so zu stark gebremst, weil ich dachte, ja, ich komme zu schnell jetzt in die 10er-Zone rein. Also denke ich mir einfach, mach die schärfste Bremse, die Notbremse. Also das ist aber die Notbremse, die man wiederum deaktivieren kann, noch rechtzeitig. Okay. Aber dann war die natürlich so stark, die Bremse, dass es mich gleich, während ich noch drinne war, in diesem Bahnübergang sozusagen, dass ich, ja, zum Stillstand kam. So. Oh, ihr Kollegen, grüßt euch. Geht die Tür gar nicht auf? Muss man vorne aussteigen. So, ich bin jetzt in Wildau. Ich noch nicht. Ich bin gleich da. Und ich hasse es, wenn dieses laute Geräusch kommt. Nun ja, ich mach mal Thumbnail. Also einfach mit der Ludmilla, weil es so toll aussieht. Oh, wow. Hier so in der Landschaft und hier mal gleich mal
Textur ans Gleis Anpassungsfehler gehabt. Wollen wir dann jetzt wieder umdrehen oder wollen wir hier bleiben? Wir drehen dann um, ja. Also willst du nochmal zurückfahren, okay. Ach so, das meinst du. Nun, ja, weil ich weiß nicht, die Aufnahme geht ja jetzt mittlerweile schon eine Viertelstunde. Na, ist doch egal, dann machen wir hier einen Cut in Wildau. So lange, bis wir dann wieder losfahren, weil ich glaube, so lange will niemand warten, bis wir losfahren. Wir müssen eine Ewigkeit warten, ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich rüste mal meine Lok ab. Wir lassen es richtig mal an. Und, ja. Ich bin fast da. Ist natürlich lästig, wenn es nur 20 km/h sind. Ach, und hier ist plötzlich elektrifiziert die Strecke. Ziemlich bescheuert. Nun gut, ich gehe jetzt dann mal auch mal raus. Und dann würde ich dann sagen, fahre ich dann direkt nochmal mit dir zurück. Aber ich denke mal, ich stoppe hier, um mal eine kurze Folge zu machen. Bestimmt auch interessant. Ja, dann sage ich mal meine Zuschauer tschüss. Bis zur nächsten Folge und HP1, euer Sachsenbauer.